Hey Freunde und willkommen zurück zum genialsten Spiel überhaupt, Super Mario Odyssey, hier in dem zweiten Land, das Wüstenland. Ja, Bowser möchte hier einen Ring der Einheit stehlen und ja, da oben ist unser Mond, den wir nehmen sollen, auf dem Ruinenturm. Ja, und ich habe gerade, also es ist eine neue Aufnahmesession. Und als ich hier gerade, also ich habe wieder hinten an der Odyssee gestartet, bin dann wieder hierher gelaufen, dann ist mir hier auf dem Weg was eingefallen, weil hier in dem Shop gibt es ja hinten auch so einen Mond, aber ich dachte, dass hier irgendwie eine Tür wäre, dass man da hinten hinkommt, aber ich glaube, das ist hier. Und da haben wir schon in der ersten Minute schon gleich ein Mond. Nur für Angestellte. Ach, ich bin ein Angestellter? Ja, danke sehr. Ich sehe natürlich auch genauso aus wie die, ne? Schon wieder so ein Bild. Was steht hier eigentlich? Wetten, hier steht was von Ducken? Ducken, natürlich. Ja, ich brauche nicht zu wissen, wie man sich duckt. Ja, okay. Wir können ja auch mal hier so gucken. Ey, da ist ein Vogel. Ein Adler. Der hat bestimmt einen Mond bei sich, der leuchtet so. Was ist das denn? Ja, ducken, okay. Komischer Fels, oder? Ja. Dieses Fels ist ungewöhnlich, aber irgendwie macht er gar nichts. Ja, hallo? Andere Länder, andere Sitten. Zieh dich an wie wir, mach Party wie wir, das ist unser Motto. Ja, ja, ganz toll. Also müssen wir uns jetzt erstmal so anziehen wie die. Also müssen wir ihr Outfit kaufen. Du siehst anders aus als die anderen. Die seltsame Brautpaar Bowser und Peach ist vorhin in die Ruine rein und seitdem noch nicht zurück. Oh, ja, dann gehen wir mal schnell gucken. Schau mal, Bowsers Fußspuren. Hä? Wo denn? Ach da! Gar nicht gesehen. Okay. Was steht da? Hechtsprung. Ja, das Ganze, das ist einfach nur ein Weitsprung, also, ja, das Ding hier. Und Musik! Okay, komm, bam! Einfach mal draufstrecken, was ist das denn? Okay, ist das nicht diese Miauxi-Statue? Ey, guck mal da. Okay. Ein Checkpoint? Ruineneingang. Was ist das hier? Ach, da können wir gucken. Okay, da müssen wir hin. Da ist auch schon der Mond. Okay. Oh mein Gott. Ey, da ist was versteckt. Okay. Ja, okay. Was hier? Komm, hier muss doch irgendwo ein Mond versteckt sein. Na gut, Münzen reichen auch. Hä? Hier hat doch gerade was geblinkt, oder? Okay. Bam, 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 bam. Alter. Bam. 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 Au. Jetzt können wir einfach. Ja, wunderbar. Das hat sich doch jeder schon mal gewünscht, ne? Ey, da hinten ist was, da leuchtet was. Bam! Im Inneren eines Blocks. Und da hinten war doch auch einer. Genau da. Da kann ich normalerweise auch hinspringen, aber. Bam! Und da ist auch. Aber Vorsicht! Ich gehe einfach einen ganz anderen Weg. Ey, guck mal, das ist doch was. Ja, da komme ich noch nicht hin. Ey, da ist auch ein Mond. Und was ist das da? Eine Parkbank, okay.
Kann ich denn hier überhaupt schon was machen? Ja, guck, da haben wir doch was. Ach so. Wo können wir hier den Samen einpflanzen? Ja, ich habe da schon was gesehen. Jetzt müssen wir nur wieder zurücklaufen. Was ist das denn da hinten? Da schwebt was, okay. Dam, bam, bam, bam. Okay, ich kann, ich kann dabei nichts machen. Nur springen. Ja, ja, damit kann ich die Karte öffnen. Wie komme ich denn jetzt überhaupt hier hoch? Unser Brunnen ist vereist. Das ist nicht gut. Ach, Hilfe. Okay, ich dachte, das wäre oben. Bap. So. Jetzt müssen wir hier halt nur warten, bis die Dinger dann fertig sind. Und da habe ich gerade eine Tür gesehen. Ich glaube, da war ich gar nicht. Da war ich noch gar nicht drin. Ach, da ist so eine Lotterie, okay. Keine Lotterie, sondern denkst du. Spiel eine Runde Jackpot. Das Spiel, das hier, der Brutzelebene, ja. Also, willst du den Mond gewinnen, dann zahl 10 Münzen. Jackpot kann beginnen. Okay. So, fertig. Ja, ist eigentlich auch einer der einfachsten Monde, ist aber gar nicht mal so einfach. So. Och Mann, mach die Bilder von mir weg. Manchmal gibt es zwar immer noch. Nee! Das war Eis! Wer kümmert das schon? Na komm, wir können ja mal die Jackpots, ja. Du hast einen Rückzugspunkt aktiviert. Ja, das wollte ich gerade demonstrieren. Wir können uns nämlich auch zu den einzelnen Jackpots teleportieren. So. War ja jetzt zwar nicht so weit, aber naja. Das hätten wir jetzt mit dieser Nuss nicht machen können, glaube ich. Oder Samen. Ich nenne das Ding einfach nur Samen. Die Nuss ist es nicht. So, guck mal hier, die Münzen sind wieder da. Moment mal, ich muss doch. Ich darf hier bleiben. Ich muss hier hoch. Da hinten ist ein Mond. Okay. Was steht da denn? Achso, das ist einfach nur ein Schild. Da steht was. Ah. Hallo? Nein. Mario, lese doch einfach das Stampfattacke. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Die sagen mir das jetzt erst. Sehr gut. Übrigens können wir auch einen höheren Sprung ausführen. Das ist unser normaler Sprung und das ist der höhere Sprung. Nee, ich werde immer wieder hochgetrieben, okay? Ja gut, dann gehen wir doch mal da rein. Da ist noch was. Wie einfach das wie einfach das alles ist, ne? Cool, Willi. Bam. Aus einer Kiste in den Ruinen. Haben wir noch irgendwie was? Da unten habe ich noch einen Hebel gesehen. Ach, okay, eine Abkürzung. Ich frag mich zu was, ich kann doch hier gar nichts machen. Ha, die kommen ja hierher. Ja, für was? Oh. Für was soll das jetzt eine Abkürzung sein?
wenn ich fragen darf. Für hier oder was? Na gut, ich spiele einfach mal mit, okay? Da hinten ist ein Loch, okay. Huch, bei Mario! Jetzt wollen wir wieder hier hoch. Das, was wir gesehen haben. Ey, da ist auch was, das sehe ich. Ha! Das Geheimnis des Wandgemäldes. Wandgemälde? Sind wir jetzt schon bei Zelda? A Link Between Worlds? Und da haben wir unseren verdienten Mond. Und ich hab Durst. Und hab nichts zu trinken hier. Jetzt muss ich extra in die Küche rennen. Oder was? Mache ich nach der Aufnahme, keine Sorge. Mondstücke im Sand. Okay. Ich frag mich, warum manche Lebewesen einfach ein Blatt auf dem Kopf haben. Aber naja. Ist halt Nintendo. So, hier sind irgendwelche komischen Dinger, die aussehen wie Scheren. Huh. Fallen. Achso, das kann ich auf jeden Fall, der kann nicht mal springen. Ist alles eingefroren. War da hinten? Ah, da hinten ist noch eins. Vöglein. Ey, warte, bleib hier, ey. Das gibt's ja nicht. Ach, da vorne auch. Das sind wieder Bowsers Fußspuren. Für was soll ich da hinten hin? Da ist doch gar nicht. Doch, das sind Münzen. Na komm, ich bin so gierig, ich nehme die Münzen. Und da ist das letzte.
So, und jetzt holen wir noch da unten das. Dieser Bowser scheint ja ein ganz schön sauber gewesen zu sein. Ja. Vögel schweben in der Luft. Das geht aber nicht. So, und unser Mond ist da. Was hatte er bloß hier zu suchen? Ja, das hast du doch schon gesagt, Cappy. Den Ring der Einheit hat er gestohlen. Wenn er jetzt schon einen Ehering hat. Was kommt da als nächstes? Da öffnet sich eine Tür. Das passiert als nächstes. Ey, da oben ist er! Kopfstandpyramide, Showdown! Da oben steht er! Ey, ich wollte gerade wechseln. Okay, gucken wir mal. Da ist das Ding. Wir haben da unten irgendwie eine. Da haben wir was. Da hinten haben wir auch irgendwie was. Wir haben da viel von den Dingern. 4 Kakteen. Ja, okay. Das ist ein Schaf. Da ist er. Lang gelaufen. Was habt ihr denn zu sein? Ja, ganz toll. Ach, ich dachte gerade, ich wäre tot. Okay, gehen wir mal da rein. Ach nee, was ist das denn hier? Okay. Jetzt muss ich hier mit Mario den Weg gehen. Ey, da ist was. Zwei Monde in Räumen, in solchen Räumen. Das unsichtbare Labyrinth. Normalerweise gibt es hier immer zwei, aber ich weiß leider nicht, wo der zweite ist. Sowohl auch in meinem privaten Spiel als auch hier weiß ich das nicht. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare posten. Oder wenn ihr halt nicht schreibt, schau es mir handvoll irgendeinem anderen an. So, was steht da? Ach, ich will es gar nicht wissen. Ich kenne die ganzen Moves. So. Was bist du denn für einer? Ich bin so durch den Wind. Drei meiner kleinen Schafe sind verschwunden. Bring sie zu mir zurück. Bitte. Da hinten ist schon eins. Okay. Dann mache ich das mal. Es sei denn, ein Schaf ist irgendwo eingefroren. Lauf da rein und BAM! Nee! Mann, du hättest das Schaf auch ruhig fangen können. Nee, nee, pass auf! Nicht da runter. Komm, schön da rein. Gut. Huch! Danke sehr. Spawnt da meine Münze. Schaf? Eine Sphinx. Hast du ein Schaf gesehen? Hallo? Hallo? Muss ich mich da draufstellen? Ah, okay. Sei gegrüßt, Reisender! Ebenso sei deine Kopfbedingung gegrüßt. Vermagst du meine Frage zu beantworten? Was begehrt das räuberische Ungeheuer in diesem Land? Einen Ring. Diese Antwort ist korrekt. Bitte setze deinen Weg fort. Danke sehr. Das war's. Oh, Alter. Münzen. Also schon 769. Freunde, aber ich würde dann erstmal sagen, im nächsten Part. Moment, das Viech hat doch normalerweise zwei, oder? Warum soll dann hier sonst nochmal so eins sein? Okay, das erfahrt ihr dann im nächsten Part. Also seid gespannt auf den nächsten Part. Super Mario Odyssey, damit Mario nicht mehr friert, könnt ihr mir auch gerne ein Like geben.
beziehungsweise Mario und Cappy, dieses Video hier halt. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt kostenlos gerne tun. Bis jetzt dann, das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao.